sind eigentlich Sie zu Frequentis gekommen? Was hat Sie an den Unternehmen fasziniert? Ich habe die Firma Frequentis im Jahr 1978 kennengelernt. Ich war damals Konsulent von der Firma Philips. Zu diesem Zeitpunkt gab es bei der Frequentis die Aufgabe, ein neues System für die Wiener Flugverkehrskontrollzentrale zu entwickeln. Eine Aufgabe, die mich von Anbeginn an fasziniert hat. Das hat dann schrittweise den Kontakt zur Firma Frequentis immer weiter intensiviert. 1983 bin ich Geschäftsführer der Firma Frequentis geworden und 1986 Eigentümer. Unter Ihrer Führung hat die Frequentis eine ganz gigantische Entwicklung vorgenommen. Was ist das dahinterstehende Erfolgsrezept? Als ich Geschäftsführer von Frequentis geworden bin, war die Firma nur in Österreich tätig. Die erste Aufgabe war es daher, aus Österreich herauszukommen, zu internationalisieren. Die logisch nächsten Schritte waren dann, die Marktführerschaft in Europa zu erringen, dann anschließend die Weltmarktführerschaft. Der Markt und die Kunden haben damit also eine ganz besondere Bedeutung für die Entwicklung von Frequentis. Wichtig ist der Markenname Frequentis als Basis des Vertrauens. Und dazu ist es wichtig, dass wir niemals einen Kunden hängen lassen. Das Wichtige ist, dass der Kunde das Vertrauen hat, dass Frequentis die Lösung bauen kann, auf der einen Seite. Und das Zweite, dass der Kunde das Vertrauen hat, dass Frequentis diese Lösung auch die nächsten 15 bis 20 Jahre am Leben erhalten wird und weiterentwickeln wird. Herr Badach, wie sehen Sie die weitere Entwicklung von Frequentis? Ein konstanter, solider Wachstumskurs. Wachstum gibt aber auch unseren Mitarbeitern immer wieder neue Chancen. Frequentis hat in den vergangenen Jahren eine beispielhafte Entwicklung gezeigt und ist beständig gewachsen. Wie wurde denn dieses Wachstum finanziert? Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Wachstum aus eigener Kraft geschafft haben. Frequentis hat bisher noch immer mit Gewinn bilanziert. Wir legen großes Augenmerk auf ein nachhaltig positives Firmenergebnis. Eine technische Idee ist dann gut, wenn sie auch mit Gewinn umsetzbar ist. Profit gibt den Kunden und den Mitarbeitern die Sicherheit eines langfristig gesunden Unternehmens. Profit muss also die Grundlage unseres Handelns und unserer Entscheidungen sein. Das Wachstum bringt es ja auch mit sich, dass wir immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei uns bei Frequentis begrüßen dürfen. Was erwarten Sie sich von den neuen Mitarbeitern? Für mich ist wichtig, dass wir die besten Mitarbeiter auswählen. Für mich ist auch sehr wichtig, dass die Mitarbeiter langfristig bei Frequentis bleiben. Unser Geschäft ist ein sehr langfristiges Geschäft und da tun sich die, die langfristig bei der Firma sind, einfach am leichtesten. Für mich ist auch wichtig, dass alle Spaß und Freude an der Arbeit haben und gerne in die Firma kommen. Wir sind auf einem technisch sehr anspruchsvollen Gebiet tätig. Die Technik entwickelt sich permanent weiter. Demgemäß ist es wichtig, dass sich auch unsere Mitarbeiter weiterentwickeln. Wir haben auch hier in der Firma umfangreiche Programme und es ist wichtig, dass die Mitarbeiter diese Programme auch annehmen. Wir haben mit der Frequentis noch viel vor und ich freue mich auf eine interessante und spannende Zusammenarbeit.